nochmals hierher in die Wohnung. Der Maler ist da, jetzt muss ich noch schauen, was noch zu tun ist, Nachbesserung, und dann zeige ich noch ein paar Sachen. So, meine Lieben, ganz kurz zeige ich euch meinen Balkon. Wir sitzen gerade auf dem Balkon und ja, das Meer sieht man halt ein bisschen besser. Gleich durch die Scheibe. Ja. Also wir essen jetzt noch ein Zimt auf unserem Balkon. So ein bisschen so chillmäßig. Und genießen die Ruhe oder die Aussicht. Das erste Mal in Ruhe. Ja, die Sicht ist schon herrlich von hier oben. Vom 9. Stock. Perfekt. Perfekto. Jetzt warten wir auf den Aufzug. So, jetzt wollte ich euch noch was zeigen, und zwar, was noch nicht fertig ist. Einmal der Innenpool. Ja, fertig ist er schon. Nur genutzt wird er im Winter. Hier sollte noch Fitnessraum kommen. Wie die das machen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Die Anschlüsse sind da. Bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. Dann hier einmal die Sauna. Sauna brauchen wir auch erst im Winter. Dann hier Hammam. Mit dir duschen. Einmal, zweimal. Dann Toilette. Und Umkleideraum und dann Toilette. Dusche ist auch vorhanden. Ja, mal schauen, wie das wird. Da ist der Generator, der kommt da weg. Der steht da nicht. Der müsste, glaube ich, woanders hinkommen. Schau ich mal, ob der Maler jetzt irgendwo ist. Ui, schaut das so aus. Schau mal kurz raus, wenn ich schon da bin. Also der Pool wird nächste Woche vollgemacht bzw. bereitgestellt. So sauber ist es. So, nur noch Hemdreinigung, Wasser rein und das müsste eigentlich klappen. Ja, wie man sieht, sind 1, 2, 3, 3 Wohnungen schon bezogen auf der Seite. So, dann schauen wir mal, ob ich den Maler erwisch. Einzige, wo ich nicht war, in der Tiefgarage, aber ich hätte keine Lust runter zu gehen. So. So, fahren wir nach oben. Nun. So, wie man sieht, sieht die Sache schon anders aus. Alles
gereinigt. Böden sind gereinigt. Und bis zu diesem Stockwerk und dann geht's weiter. Da hinten ist noch Baustelle. Und dann geht's weiter. Ich zeige erst mal, wo der Maler ist. Der geht mir noch ab.